Hallo, ich heiße Louis. Es war immer ein Bedürfnis, aber ich habe immer nur so aus Spaß gedacht, ja, ich schreibe dann so als Autorin. Oder das auch so im Spaß gesagt. Und dann wurde es ein bisschen realer mit der Zeit. Ich suche halt irgendwie eine Sprache für meine Wirklichkeit. Jetzt sind die Themen, es sind eigentlich immer Beziehungen. Überall Beziehungen, Nähe-Distanz-Beziehungen. Ich denke, sobald der Gedanke an eine Leserschaft da ist, schreibe ich eigentlich als Künstlerin oder einfach als Berufsautorin, als Handwerkerin eigentlich. Also ich habe oft so Ausreden gebraucht. Das ist, hier ist es nicht bequem oder hier ist das Licht nicht gut, hier ist es zu laut. Das sind alles Ausreden. Wenn man in einem Text drin ist, stört das alles nicht. Also wenn ich im Atelier bin, habe ich vielleicht 5% meines Aufenthaltes ist so dieses wirkliche Drinsein und 95% ist die Suche danach. Und eigentlich ist es immer eine Flucht vom einen ins andere. Da bist du da, dort in einem Text und weißt du nicht mehr weiter. Und ich zum Beispiel schreibe dann 4 Seiten darüber, wie ich jetzt weiterfahren könnte und wie ich nicht schreiben kann, etc. etc. Bis die Gedanken. Irgendwie ist es so wie, man muss eigentlich so Zeit mit dem Schreiben verbringen, bis man wieder die nächste Flucht schafft. Also wenn ich schreibe, ist es oft auch, als würde mir ein bisschen Wärme entzogen. Also dass ich etwas abgebe eigentlich. Da muss ich die ganze Zeit so Ersatzhandlungen machen, wie zum Beispiel schreibe ich einen Satz, der sitzt, und dann brauche ich gleich was, gehe ich in der Küche was abwaschen oder irgendwas Lebendiges sozusagen, was ich eben abgegeben habe. So kommt mir vor wieder auffüllen. Als ich über Schwein schrieb, habe ich oft hat mich mit Tieren auseinandergesetzt und im besten Fall, und das schätze ich immer sehr, wenn mich das so beschäftigt, dass ich im Zug sitze und nur noch Tiere sehe. Also so wie, ah, die Antilope ist ein Sandwich und so, und das ist die größte Freude. Manchmal steht eigentlich die Sprache auch eher im Weg, so weil ich gerne etwas schreiben würde, was ich nicht schreiben kann, weil ich nur schreibe, was ich schreiben kann, nicht was ich will. Im Berndeutsch kann ich nicht schreiben, Hochdeutsch nicht reden, aber schreiben auf Hochdeutsch und reden auf Berndeutsch. Ich finde das etwas wahnsinnig Witziges, wenn ich mir vorstelle, dass ihr, wenn ihr schreibt, in derselben Sprache schreibt, wie ihr spricht. Also gelb mit dunkelblauen Tupfen. Kein Buchstabe P, Regen direkt unter die Haut, Zweifel, Lücken. Es macht keinen Sinn, denkt Schwein, als es 4 Stunden später aufwacht in einer Pfütze aus Mondlicht. Es macht keinen Sinn. Nach New York müsste ich gehen oder in ein anderes großstädtisches Gewusel, wo ich den Überblick über mein Dasein hilflos, aber ebenso glücklich verlöre.